Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benny und in diesem Video soll es mal um die Trophy Ein Koloss im Kolosseum gehen, für welchen du deinen ersten freien Kampf im Kolosseum bestreiten musst. Ja, hier kurz und bündig das Video. Das Ganze ist eigentlich ganz einfach. Du folgst hier in Kapitel 9, also in Kapitel 9 ist das Ganze machbar, ganz normal der Hauptstory. Irgendwann im Hauptstory-Verlauf wirst du dann im Kolosseum kämpfen, bekämpfst dann als letzten Gegner das Höllenhaus, den Fight, den etwas längeren Fight und danach folgst du eben nicht weiter der Hauptstory, sondern kehrst nochmal ins Kolosseum zurück. Ja, und danach kannst du das Ganze hier anwählen, wie du siehst. Der ganze Kampf besteht hier aus 5 Runden, 5 verschiedene Gegner. Das Ganze ist eigentlich relativ easy und entspannt. Schwierigkeit hier an für sich nur dabei, dass es halt wirklich dann leicht verpassbar bzw. leicht übersehbar ist. Also nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung, bevor ich mich hier ausklinke. Du kämpfst gegen das Höllenhaus, das ganze Story-Bedingt kannst du gar nicht verpassen. Und danach folgst du eben nicht der Hauptstory, sondern kehrst hier nochmal ins Kolosseum zurück. Und dann wird dir hier eben gesagt, dass du an weiteren Kämpfen teilnehmen kannst. Und dann bestreitest du hier ganz einfach den Kampf, bestehend aus 5 Runden. Wenn du das Ganze hier erfolgreich meisterst, dann ploppt auch direkt die Trophy auf. Ja, das war's auch schon von mir. Ich hoffe, ich konnte hier mit dem Video weiterhelfen. Abonniere meinen Kanal für weitere Videos. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss. War abzusehen.